Tier und gar keine Kuh. Hallo, ich melde mich zurück vom Wallberg hier im schönen Bayern. Und wir haben hier Kühe, alles drumherum. Ich habe meine Yogamatte aufgeschnallt. Wir starten gleich in unsere Übungen. Bleibt dran. So, wir kommen in die Plank-Position. Auf die Unterarme abstützen, streckt erst ein Bein aus und dann das zweite dazu und haltet hier. Für die jungen Mütter nach ihrer Schwangerschaft vielleicht, bleibt ihr einfach nur in der Plank-Position. Ihr müsst hier nicht die Beine heben oder vor- und zurückschieben. Aber für die Fortgeschrittenen kann man hier ruhig mal in den dynamischen Plank kommen. Er drückt euch nach vorne und dann über die Seite hochziehen in den Seitstütz. Der linke Arm kreist einmal rum und zur anderen Seite nochmal hier hochziehen, Seitstütz und der Arm kreist hier noch eine Zugabe und kommt wieder zur Mitte zum Unterarmstütz und eure Fußzehen drücken in die Matte. Ihr könnt gerne auch mit Barfuß arbeiten. Ich habe jetzt die Turnschuhe an, weil ich hier auf den Bergen bin und dann könnt ihr euch hochdrücken zum Plank und stellt euch auf. Man merkt den Bauch schon ganz schön. Nächste Übung. Wir wollen auch was für die Schließung der Rektusdiastase tun. Man geht hier ein bisschen auf die geraden Bauchmuskeln, aber man hat keine Übung, wo man durch Crunches die Bauchmuskeln wieder auseinanderreißt, sondern es ist eine schonende Übung. Und sehr gut geeignet für die Schließung der Rektusdiastase und für alle anderen Nichtmütter. Da stärkt ihr eure Körpermitte mit. Ihr kriegt einen starken Bauch. Und zwar linke Bein liegt noch, rechte Bein ging hoch. Und jetzt kommt das rechte Bein hoch. Die Arme kommen nach unten, hinter den Kopf ablegen. Nochmal Arme nach vorne ziehen, das rechte Bein nach oben strecken und zurück. Ausatmen und einatmen. Ausatmen. Mit dem anderen Bein jetzt heben. Einatmen. Ausatmen. Linkes Bein streckt nach oben. Einatmen. Ablegen. Ausatmen. Und einatmen. Ihr spürt bestimmt schon, wie euer Bauch ein bisschen sich anstrengen muss, aber hierdurch schließt sich euer kleiner Bauchspalt und dann zieht die Beine heran, geht hier nochmal in die Streckung, Kopf ein bisschen abheben, sehr schön. Und jetzt das rechte Bein ablegen und das linke Bein zieht nach vorne, die Hände sind seitlich abgelegt, ausatmen, tief. Einatmen, ausatmen, tief. Bleibt locker mit eurer Rückenlage, genau, und noch einmal. Jetzt kommen die Arme dazu, ein bisschen Koordinationstraining. Wenn nämlich jetzt das linke Bein sich senkt, senkt sich der rechte Arm und die linke Hand führt zum Boden und das rechte Bein auch. Rechter Arm, linkes Bein. Rechtes Bein, linker Arm. Gar nicht so einfach, hier nicht durcheinander zu kommen. Sehr schön. Und weiter. Immer gegengleich. Bein und Arm zum Boden führen. Eure Körpermitte wird gestärkt. Die Rektusdiastase schließt sich idealerweise immer ein Stückchen mehr. Und Kopf mal gerade ein bisschen anheben. Das wird auch ein bisschen schwerer dann. Und dann auch wieder gerne den Kopf ablegen, wenn der Kopf zu schwer wird. Und nochmal rechter Arm zieht nach unten, linkes Bein und zieht die Knie heran. Kreist hier mal ein bisschen, beziehungsweise kommt mit der Nase zwischen die Knie. Und dann nochmal die Zehenspitzen abtippen, gebeugte Beine, linkes Bein, rechtes Bein.
ein. Linkes Bein. Und dann also nur die Füße. Und dann drückt ihr mit der rechten Hand gegen die linke Beininnenseite auf Kniehöhe. Hier kommt ihr in die schräge Bauchmuskulaturübung. Ja, gerade diese diagonale Druckverstärkung bewirkt eine Anspannung in den schrägen Bauchmuskeln. Drückt jetzt auch hier mit dem unteren Rücken in die Matte. Bauchspannung halten. Und der linke Arm, genau, kommt zum rechten Knie. Die Hand drückt gegen das Knie, gegen die Innenseite. Das Bein hält gegen. Und mit der Ausatmung Druck einatmen. Ausatmung Druck, unteren Rücken schön Kontakt zur Matte halten. Kein Hohlkreuz. Und nochmal schön Druck mit der Ausatmung. Und Knie nochmal heranziehen und kreisen. Kreuzbeinmassage. Angenehmes Gefühl. Und dann haben wir in der nächsten Übungssequenz eine schöne Übung gegen das Hohlkreuz. Oft kommt man ins Hohlkreuz nach einer Schwangerschaft, aber auch andere Männer wie Frauen neigen dazu, vor allem vielen Sitzen sich hier in der Hüftbeugermuskulatur zu verkürzen. Und das führt dann dazu, wenn der Hüftbeuger sich verkürzt, dass wir ins Hohlkreuz kommen. Und deswegen hier die Knie im Wechsel heranziehen, das andere Bein entsprechend lang nach vorne ziehen. Im Wechsel. Das führt dazu, dass ihr euren Hüftbeuger stärkt und dehnt. Gleichzeitig ist es auch eine Anstrengung für euren Bauch. Ja, so ist es ja nicht. Die Körpermitte wird auch gestärkt und jetzt haltet mal das rechte Knie zum Körper herangezogen. Und genau, drückt auch nochmal das Schienbein so in die Hände. Das Knie näher zum Körper ran und dann nochmal schön auch in die Hände drücken. Das ausgestreckte Bein, da könnt ihr mal die Füße auch flexen. Und dann streckt das rechte Bein, sinkt zum Boden. Und das gleiche nochmal auf der linken Seite, nochmal im Wechsel. Knie heranziehen, ihr greift das Schienbein mit erhobenem Oberkörper. Also ihr könnt den Kopf gerne anheben oder auch abgelegt halten. Ja, wenn der Kopf ein bisschen nach oben kommt, das ist dann auch nochmal eine kleine Bauchmuskelübung. Strengt euch mehr an. Das könnt ihr dann so ein bisschen selber entscheiden, was euer Körper zulässt. Dann nochmal schön ablegen. Das Knie zum Körper heranziehen. Hier seht ihr das rechte Bein, der Fuß flext und streckt mal zwischendurch. Schöne Venenpumpe auch auf der rechten Seite. Geflexter Fuß, gestreckte Zehen im Wechsel. Und nochmal das linke Knie heranziehen und gegen die Handflächen drücken, in die Hände reindrücken. Und dann beide Knie und jetzt mit dem rechten Bein zum Himmel strecken. Und absinken, heranziehen, nochmal nach oben. Hier schöne Hüftbeugerverlängerung. Boden bringen, heranziehen, strecken. Absinken, heranziehen. Geflexter Fuß streckt zum Himmel. Und gestreckte Zehen führen zum Boden. Andere Seite. Geflexter Fuß heranziehen zum Himmel. Absinken, gestreckte Zehen. Hier auch ein paar Mal. Schönen Fuß zum Boden führen und zum Himmel. Ein bisschen Fahrrad fahren. Und ihr werdet gleich einen Effekt spüren, vielleicht, wenn ihr ein bisschen nachspürt. Aber erstmal noch die Knie heranziehen. Und noch einmal beide Füße zeigen zum Himmel, zum wunderschönen alten Himmel. Und das rechte Bein führt nach unten.
Linke Bein kommt dazu, ja, euer Bauch. Ja, muss da nochmal gegenhalten, man merkt es. Und jetzt legt ihr die Beine ab und spürt hier nochmal nach, wie fühlt es sich an? Habt ihr das Gefühl, dass eure Beine vielleicht sich ein bisschen verlängert haben? Wie fühlen sich eure Füße an? Zeigen sie nach außen? Ja, also man merkt hier ganz stark eine Hüftöffnung nach dieser Übung. Und dann ziehen wir hier unsere Füße an, die Fußsohlen berühren sich und wir kommen in die Schmetterlingsposition, die Knie nach außen und wieder schließen. Man merkt, dass man eine schöne Hüftöffnung erfahren konnte und das war es auch schon. So, ich hoffe, ihr glaubt mir, dass ich hier wirklich mitten auf der Alm bin und ich hoffe, es haben euch die Übungen gefallen. Und kommt gestärkt in den Tag. Denkt daran, eine Körpermitte ist für einen gesunden Rücken. Ihr stärkt damit auch euren Rücken, damit ihr ihn auch weiterhin mehr entlasten könnt. Bauchmuskeln sind wichtig und ein schöner optischer Nebeneffekt kann auch nicht schaden. Bis gleich. Gut.